Der Prozessor SuperGAU. Muss ich mir Sorgen machen? Meltdown und Spectre einfach erklärt. Ja, was ist da eigentlich passiert? Wieso wird da schon wieder so ein super Medienhype von gemacht? Ja, es geht um die heutigen Prozessoren. Ein Prozessor oder auch CPU, also Central Processing Unit genannt, ist quasi das Gehirn eines Computers. Übrigens auch das unserer Smartphones, Tablets, Fernseher, Navis und vielen Maschinen in unserem Alltag, wie unsere Waschmaschine. Ja, was macht so ein Prozessor eigentlich? Er verwaltet und verarbeitet den Informationsfluss in einem Computer. Er wird auch als das Rechenwerk bezeichnet. Er sorgt dafür, dass die Informationen dorthin kommen, wo sie hin sollen. Außerdem ist er ein Rechengenie. Also ganz einfach ausgedrückt kann dieser nur eine Sache richtig gut: Einsen und Nullen abarbeiten. Denn er arbeitet binär, das ist ein anderes Zahlensystem als unseres. Wir sind ja groß geworden mit dem Dezimalsystem, also von 0 bis 19 und dann das davorsetzt von einer 1 und eine 0 wird dann angehängt, also dann haben wir eine 10. Für uns ist das völlig normal, für den Prozessor aber sind Einsen und Nullen normal und er versteht auch nur diese. Wieso nur diese, fragst du dich? Nun, 1 und 0 bedeutet für ihn an, also 1, oder aus, also 0. Damit verarbeitet er Informationen. Mehr kann er nicht. Aber er macht dies in einem so beeindruckend hohen Tempo, dass ein Mensch zig Jahre dafür bräuchte, wofür der Computer nur eine Sekunde benötigt. Also Beispiel, ein 3,4 GHz Prozessor, also der heutige Standard, verarbeitet 3,4 Milliarden Instruktionen pro Sekunde. 3,4 Milliarden, das ist eine Zahl mit 8 Nullen pro Sekunde. Ja, aber was hat das mit diesem Thema zu tun? Nun, die Art der heutigen Prozessorherstellung bzw. das Design wird seit ca. 1995 so angewendet wie heute. Und nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich unter bestimmten Umständen Daten auslesen lassen, die eigentlich geschützt sein sollten. Das liegt daran, dass unsere heutigen Prozessoren intern eine Funktion nutzen, um die nächsten Schritte vorherzusagen. Werden also diese vorhergesehenen Berechnungen benutzt, ist der Prozessor viel schneller, denn die Berechnungen sind ja schon fertig. Ansonsten verwirft er die Daten einfach. Und genau aus diesem Bereich, der dafür zuständig ist, wie ein Orakel zu arbeiten, sind die Sicherheitslücken gefunden worden. Diese Lücke ist übrigens schon seit Mitte letzten Jahres bekannt. Die Meldung sollte von den Herstellern offiziell am 9. Januar, also gestern, bekannt gemacht werden. Tja, und nun sind diese Informationen schon früher durchgesickert. Jetzt zu deiner Frage. Musst du dir Sorgen machen? Das jetzt aufgetaute Problem wird auch als Super-GAU bezeichnet, denn über die naturgemäßen Fehler, die also von Herstellerseite her fest eingebaut sind, lassen sich diverse Varianten an Angriffen ausführen. Und da man deinen Prozessor jetzt ja nicht mal eben ändern kann, der ist ja schließlich fest bei dir eingebaut, muss man dieses Problem eben softwareseitig lösen. Über sogenannte Patches oder auf Deutsch Flicken. Du kennst die Windows-Updates, die sorgen dafür, dass dein Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand ist, sodass die neu entdeckten Löcher schnell gestopft werden können. Die große Sorge vieler Leute ist jetzt, dass dadurch dein Computer deutlich langsamer wird. Die Sorge musst du nicht haben. Denn in den meisten Bereichen wirst du davon niemals etwas merken. Allerhöchstens High-Computing-Anwendungen wie Spiele, Videoschnitt und andere rechenintensive Programme. Und auch nur da sind das wenige Prozentpunkte. Haben alle Prozessoren dieses Problem? Das ist eine gute Frage. Nein, nicht alle haben das Problem. Also es wird in der Fachwelt zwischen dem Meltdown und Spectre unterschieden. Meltdown ist ein Problem, das nach heutigem Stand nur bei Intel-CPUs auftritt, aber den Vorteil hat, dass es sich wohl auch über Software-Updates beheben lässt. Dafür ist es sehr leicht für Angreifer zu nutzen. Dagegen sieht es bei dem Fehler namens Spectre ganz anders aus. Diese Art des Fehlers ist viel, viel schwieriger auszuführen, lässt sich aber genauso schwierig softwareseitig flicken. Was kannst du also tun? Abwarten und Tee trinken? Sieh zu, dass du immer deine aktuellsten Updates installiert hast. Kontrolliere bitte, ob du für dein Gerät oder dein Betriebssystem noch Updates erhältst. Also je neuer das System, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch noch die Updates kriegst. Google hat für Android schon Updates ausgeliefert, Apple war für macOS und iOS auch schon fleißig und Microsoft stellt auch schon erste Updates zur Verfügung. Aber trotzdem, bewahre dir deinen gesunden Menschenverstand, wenn du im Internet unterwegs bist. Das heißt, surfe nicht auf dubiosen Seiten, öffne nicht einfach irgendwelche E-Mail-Dateianhänge, wenn du den Absender nicht kennst und sei generell vorsichtig mit fremden Programmen auf USB-Sticks oder anderen Datenträgern. Versuche seriöse Quellen zu verwenden, das heißt, wenn du den Hersteller kennst. Ich hoffe, dir hat diese Info etwas gebracht. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Christoph.